Die Tage bis zur Drillingsgeburt sind gezählt, die schwangere Anna Maria Facichi, 39, hat's fast geschafft, sie hat die 35. Schwangerschaftswoche mit ihren Drillingsmädchen gepackt und kann es nun kaum erwarten, bis ihre Töchter endlich auf die Welt kommen. Kein Wunder, schließlich bringt die voranschreitende Schwangerschaft auch viele Unannehmlichkeiten mit sich, eine davon Anna Marias Babykugel, die, wie sie selbst findet, riesig ist. Am Freitag, den 12. November, soll deshalb ein geplanter Kaiserschnitt stattfinden. Doch Anna Maria wünscht sich insgeheim eine natürliche Geburt, wie sie im Video erzählt, Anna Maria Facichi, ich bin immer noch nicht okay damit, ich hoffe ja immer noch, dass die Blase springt und dass die Wehen einsetzen, verrät die werdende Mutter im Interview mit RTL. Theoretisch könnte es nämlich sogar zu schaffen sein, die drei Mädchen auf natürlichem Wege auf die Welt zu bringen. Sie liegen alle bereit für eine normale Geburt, sogar sehr gut, so Anna Maria, trotzdem sieht sie die Lage realistisch. Hauptsache ist doch, dass sie und die Mädchen alles gut überstehen. Ob nun bei einer natürlichen Geburt oder dem Kaiserschnitt. Ich bin immer noch nicht okay damit, muss ich ehrlich sagen, aber ich muss mich oder möchte mich dem fügen, na wer weiß? Ein paar Tage haben Anna Maria Facichis Töchterchen ja noch Zeit, sich von alleine auf den Weg auf die Welt zu machen. Wir wünschen in jedem Fall ganz viel Glück für die anstehende Geburt.